am Morgen, wenn man kommt, als erstes kontrollieren, ob das Gerät die Pinten weg rausgefahren hat. Man drückt einmal auf diesen Knopf. Das Gerät schiebt alle Proben vor, die noch sich im Gerät drin befinden. Man nimmt den Schlitten, falls es noch die Pinken Rex drin hat. Wenn nicht, sind sie bereits im Gerät und das Gerät kann geladen werden. Wenn nicht, wird der Schlitten rausgenommen und man führt diese Rex einfach wieder mit dem Schlitten hinein. Werden die zertifizierten Proben unter der Lamina Flow abgepetiert, in die Rex eingeführt und danach nimmt man den Schlitten wieder, führt den vorhandenen Schlitten hinaus und belädt das Gerät mit den Proben. Dieser Schlitten kommt wieder hinein, falls das Gerät Proben rausgibt. Wer wird hier alles geschlossen? Man geht nach vorne an den PC. Man loggt sich ein mit Visanto, dem Kennwort. Man wartet, bis das Gerät sich eingeloggt hat. Man geht auf Monitoring, man klickt das Gerät an und man schaut, wenn man hier dieses Emblem nicht mehr drücken kann, ist das Gerät bereits ready. Die Proben, die hineingezogen werden, werden abgescannt und werden bei Batches manuell hier hinzugefügt. Man wartet, bis man alle Proben, die wir vorab gezählt haben, hier auf diesen Batches ersichtlich werden. Wenn dies der Fall ist, kann Start manuell gedrückt werden und das Gerät beginnt zu laufen und der Vorgang ist somit abgeschlossen. Man loggt sich aus, damit kein anderer Zugriff auf dieses Gerät hat und man kann der anderen Tätigkeit wieder nachgehen. Herzlichen Dank. Gerne.